Yippie-ja-yay, yippie-ja-yo, dieser Orakelturm macht uns froh. Ganz bestimmt sogar. Wir schauen heute in den Orakelturm, bestehend aus sehr vielen verschiedenen Orakeln, und schauen, welche Message uns das Universum hiermit übermitteln möchte. Ein ganz herzliches Willkommen an der Strandpromenade der Orakelnixe zu diesem Jenga-Turm-Orakel. Ui! Und ich lege auch schon los, denn ich möchte gerne wissen, na, das fühlt sich noch nicht gut an, welche Hauptenergien hier denn derzeit zugegen sind. Wir legen es richtig rum. Ui, okay, da ist mal eine neue Karte dabei, die habe ich jetzt auch noch nicht gehabt. Vier Stück, ich bin ja Freund von Ungeraden, wie ihr wisst. 3, 5, 7, 9, okay. Dankeschön, liebes Universum. Wir haben 5 Stück. Und dann schauen wir jetzt mal, was uns hier erwarten könnte. Und dann ackern wir uns durch Stück für Stück und bauen den Turm ab. Hoffnungslosigkeit. Etwas kann vermutlich nicht mehr repariert werden oder es fühlt sich so an, wie wenn wirklich ein Turm komplett zusammengestürzt ist. Wir haben Ecstasy, Good Time. Ja, man denkt die guten Zeiten, die guten alten Zeiten, an die denkt man zurück, die sind vorbei. Time, Zeit, ja, Time Goes By kommt mir hier rein. War es nicht von Kylie Minogue oder sowas, ne? Oder so ähnlicher Interpret oder Interpretin. Hier geht es um, ja, warten. Man wartet auf die richtige Zeit oder man schaut eben auf die gute alte Zeit zurück. Denn aktuell herrscht diese Energie Gewitter. Donner und Doria, nicht Gloria, das ist hier die Energy passend zum Turm. Also ich sage nur, meine Karten und ich, wir sind wirklich so dicke, da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Und wir haben Finality, Farewells, Closure. Leave behind, ja, etwas hinter sich lassen, sagt das Universum, etwas abzuschließen, typisch für den Turm, passt perfekt, kann ich nur sagen, passt wirklich perfekt. Und jetzt schauen wir mal, ob hier wirklich alles verloren ist oder ob man hier nur sich in irgendwas verfahren hat. Ich würde sagen, wir machen maximal 2 Kärtchen pro Orakel. Ich habe schon wieder so ein kleiner Froschkönig im Hals. Ja, also hier möchte jemand etwas nicht aussprechen. Ja, drückt sich jemand um eine Aussprache herum. Warum auch immer, keine Ahnung. Ist man nicht krisenfest? Ist man nicht donnerwetterfest? Schlechte Kleidung? Na, keine Ahnung, irgendwie ist es komisch. Magic X, beginning something is exciting. Ja, es fängt etwas Neues an mit dem zauberhaften Ei. Etwas kann sich gut weiterentwickeln. Ja, das tut es manchmal auch, wenn man Altes hinter sich lässt, wo man wirklich verfahren war. Weil, ja, wenn man in einer toten Erde, also Erde, die keine Mineralstoffe beispielsweise mehr drin hat, enthält, kann man auch kaum mehr was säen, was dann wächst und gedeiht. Dann darf man den Boden verlassen. Und wir haben Bubble Power, My Wishes Float Easily Out into the World. Also jemand hat hier Wünsche gen Universum, in die Welt hinaus geschickt, geblubbert. So, die Mondenergie, die nehmen wir nachher. Jetzt schauen wir in die Meerjungfrauen. Was sagen denn die hier noch dazu? Also jemand wünscht sich was, jemand möchte einen Neubeginn, sagt das Orakel hier, das Wishcraft Orakel. Und jetzt nehmen wir noch die Meerjungfrauen. Die Verletzlichkeit öffnet dein Herz, erlaube dir empfindsam und zärtlich zu sein. Ja, genau. Hier hat jemand nicht offen und ehrlich sprechen können oder dürfen. Wir haben das Verlangen, Sehnsucht nach jemandem, unerwünschte Trennung, sich nach dem Partner verzehren. Ja, hier gab es einen Abbruch, eine Trennung, ein Donnerwetter, weil hier irgendetwas nicht gerade ausgelaufen ist. Eine nicht so schöne Energie. So, ich würde sagen, mit den Fairies hier, den Magic Fairies,
Dann machen wir die Mitte jetzt komplett hier. Da haben wir Abundance. Ui, jetzt muss ich kurz Englisch lesen. Also, du bist genug. Es ist genug für alle da. Du brauchst keine Sorge haben. Auch du hast die Fülle. Ja, die volle Fülle, die du in Anspruch nehmen darfst. Ja, für jeden ist genug da. Du brauchst kein Neid, Eifersucht oder sonstiges in dir spüren oder Verlustängste. Jeder Topf findet irgendwann seinen Deckel, wenn er denn wirklich noch möchte. Das ist natürlich die andere Seite, ja? Wenn mir wirklich jemand noch möchte. So, dann nehmen wir mal die nächsten zwei Kärtchen, Seelenreich-Kärtchen. Zack. Da haben wir romantische Zeiten sind gekommen. Erkenne darin die Chance auf ein strahlendes Leben. So, hatten wir vorher nicht irgendwo auch 22? Also ich habe 22, 23 hier schon, 6, 40 und 39. Ja, 22, 23 Folge, 39, 40. Auch wieder sehr bezeichnend. Also romantische Zeiten stehen an. Die Chance ist zum Greifen nah. Paradiesvogel ist auch daneben. Und wir haben... auch so ein historisches Gebilde. Der Tempel deiner Wahrheit. Betritt ihn und beginne deine eigene Wahrheit hoch zu achten. Was möchtest du? Mit wem möchtest du? Wohin? Oder wen nimmst du mit? Wer nimmt dich mit? Das sind alles solche Fragen, die dich hier beschäftigen könnten. Und zwei Stück auf einmal, nein, drei sogar, dann nehmen wir sie doch in Kurzfassung. Geistige Verbundenheit. Ihr seid eins. Die Verbindung in dieser Beziehung reicht über dieses Leben hinaus. Aha, aha. Na, dann könnte man sich schon über ja, mehrere Leben hinaus schon kennen, die Seelen. Ne? Ruhe und Erholung sind entscheidend. Wir müssen alle unbedingt einmal Pause machen. Ja, der Turm, sich zurückziehen, genau zu fühlen, was man möchte. Und schalte das Licht in deinem Herzen an, denn... erlaube dir jetzt in diesem Augenblick an eine Zeit zu denken, in der du Liebe erfahren hast. Ja, vermutlich mit diesem Menschen fühle ich hier. Daran denkt man zurück, auch wenn es derzeit so aussieht. Rau und grau, irgendwie ja, nicht so ganz das Gelbe vom Ei, wie man so schön sagt. So, dann... haben wir die Einhörner. Auch öffne dein Herz. Liebe dich selbst. Trau dich, verletzlich zu sein. Ja, vielleicht ist hier jemand verletzt worden. Das könnte durchaus sein. Und hat sich deshalb vielleicht in den Turm zurückgezogen. Hier auch. Ne? Sieht aus wie so ein Tor vom Türmchen. Neue Chancen. Entrümple dein Leben. Wurf einen Blick durch die magische Tür. Ja, wo darf es weitergehen? Wo geht's voran? Auch mit wem? Oder vielleicht auch ohne jemanden? Dann das nächste Orakel. Oh, wie was? Wow, eine sehr violette Energie. Reisen, eine Reise in der nahen Zukunft wird dein Leben auf positive Weise verändern. Muss jetzt nicht unbedingt physisch sein, muss auch nicht unbedingt mit Weihnachten zu tun haben, sondern auch die innere Reise, die Seelenreise, denn wir haben hier ja die Seelen, die sich schon über mehrere Leben hinweg kennen. Und wir haben spirituelle Lehrer, es gehört zu deinem Lebenssinn, Heilung und Spiritualität zu vermitteln. Deshalb bist du vermutlich hier und heute auch bei mir. Das passt ja auch wieder sehr, sehr schön. So eine richtig kunderbunte Legung heute, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, ich muss euch noch ein bisschen dazu holen. So ein bisschen drehen, dass ihr mir hier nicht vom Hocker fallt. So, würde ich sagen, schließen wir die Lücke und dann nehmen wir noch eine Hauptessenz.
ist auch eine Hauptessenz, die Zahl 7. Katzenjoker, es gibt etwas zu tun, sei bereit, alles zu geben, nur dann kannst du alles bekommen. Ja, gib alles für dich, ja, wohin möchtest du? Affirmieren, wünschen, ja, fest wünschen, wie wenn der Wunsch schon in Erfüllung gegangen ist. So leben und zu spüren, was man denn empfinden würde, wenn es wirklich wahr werden würde. Und das dürft ihr mehrmals täglich tun. Das Resonanzgesetz. Ja, bei mir hat es schon gewirkt. Ich kann nur von mir sprechen, denn jeder darf hier seine eigenen Erfahrungen machen. So, wie viel haben wir jetzt? Okay, wir haben 3 Stück, dann nehmen wir auch diese. Tada! Wir haben befreit dich von der Negativität. Vollmond im Skorpion, also die Skorpion-Energie. Ja, ja, ja. Stachel auspacken und alles, was nicht mehr dienlich ist, was man auch erkannt hat, was nicht schön ist, was unschön ist, darf man ziehen lassen, gehen lassen. Sei es jetzt ein Mensch oder sei es jetzt Gedankenkonstrukte. Weg damit. Beide Seiten gewinnen. Vollmond in der Waage. Hin und her gerissen sein. Ja, das kann natürlich auch sein. Auf der einen Seite möchte man natürlich loslassen, die Negativenergie, weiß aber nicht, ob vielleicht das Gegenüberlein hier die negativen Energien loslassen kann. Ja, die dann wieder zu dir geführt haben, die negativen Energien, und dann ist man so ein bisschen wankelmütig gewesen. Vielleicht ist einer von euch Skorpion oder Waage, Aszendent oder Deszendent. Und wir haben noch die Jungfrau, du bist gut genug, Vollmond in der Jungfrau, sehr schön. Lila, Violett heißt auch Transformation, sich weiterentwickeln. Rosa, Pink ist Wurzelchakra-mäßig, würde ich jetzt mal so deuten. Und Grün ist natürlich der absolute Burner, das Herz, und da soll es jetzt auch reingehen. Wow, also ihr dürft hinsehen, wo gibt es noch eine Klärungsphase, eine Aufklärung hier von diesem Gewitter. Und kann hier auch jemand mit in Klärung gehen? Oder hat derjenige ja gar nicht das Eiweißprodukt der Hühner in der Hose, um hier wirklich auch den Mann oder die Frau zu stehen, um hier für Aufklärung zu sorgen, warum vielleicht auch etwas so gekommen ist, so gelaufen ist, man so agiert oder reagiert hat oder eben auch nicht. Ja, vielleicht war man hier auch in der Starre irgendwie gestanden, wie ein Türmchen. Ich bewege mich mal lieber nicht. Dann sieht man mich nicht. Wie heißt das Spielchen? Hans Kuck um oder Hans Kuck in die Luft oder irgendwie sowas. Ja, jemand zählt und zählt und sagt das Sprüchlein und die anderen bewegen sich auf ihn zu. Und wenn derjenige sich umdreht, dann nur nicht bewegen, weil sonst scheidet man aus. Diese Energie kommt mir jetzt lustigerweise rein. Frag mich nicht warum, aber vermutlich nur wegen bloß nicht bewegen, dann kann ich gewinnen. Nee, in dem Fall verliert man jemand, nämlich dich. Vielleicht hat das jetzt jemand erkannt, wer weiß. In diesem Sinne, mein Lieben, wünsche ich euch alles Liebe, viel Kraft, viel Klarsicht und natürlich auch immer Quäntchen Glück, viel Gesundheit dazu und jeden Tag ein Lächeln auf den Lippen. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss, deine Orakelnixe.